Heilung, Schritt 7, Vers zum Einprägen. Philipper 4, 8. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Wie man Depressionen verhindert. Bitte um Gebet. Seit einigen Tagen fühle ich mich schwach und möchte nicht mehr in eine Depression versinken. Ich bitte euch, für mich zu beten, liebste Geschwister. Vielfach möchte ich euch nichts sagen, denn ich weiß, dass ihr viel Arbeit habt. Und ich möchte euch nicht noch weitere hinzufügen. Dieses Mal schaffe ich es leider nicht alleine. Sehr sich die Abfahrt nähert, so multiplizieren sich die Attacken. Ich lese die Schrift, ich studiere sie, aber ich kann mich nicht konzentrieren. Ich frage den Herrn, aber es bleibt still. Trotz allem weiß ich, dass er da ist und mir zuhört. Ich brauche eure Hilfe durch eure Gebete. Ich habe große Schuldgefühle in mir, manchmal große Traurigkeit. Es drückt mir die Brust zu. Warum antwortet mir der Herr nicht? Ich fühle mich alleine. Seine Stille verunsichert mich. Ich bitte euch, helft mir. Dieses Mal fühle ich mich wirklich alleine. Die Art, nicht in Depression zu fallen, ist in den Druck von Jesus zu fallen. Du fällst auf die Füße. Darum lass dich von Jesus transportieren. Denk an ihn. Geh mit ihm schlafen. Das Wort Gottes, dieses verjagt Depressionen. Depressionen sind einfach gesagt die Gedanken des Teufels. Römer 12, 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut ist und vollkommen ist und was ihm gefällt. Die Depression heilt man nicht, indem man Hände auflegt. Denn du kannst heilen, das ist einfach, aber der Teufel kommt zurück. Jesus hat in Johannes 5,14 gesagt, du bist jetzt endlich gesund, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Somit hat Jesus ihm gesagt, dass er geheilt ist, aber dass das Böse zurückkommt, wenn er sündigt. Die Depression heilt man nicht mit Auflegen der Hände, sondern mit dem Predigen des Wortes. Ich habe Personen gesehen, die vom Teufel besessen sind. Heilung ohne den Teufel zu vertreiben und sie fragen, ob sie bereit wären, den Herrn zu lieben, auch wenn sie nicht geheilt würden. Und wenn sie positiv antworteten mit ganzem Herzen, dann waren sie sofort geheilt. Das heißt, sich total dem Herrn übergeben. Im Falle von Heilung, aber auch ohne. In der Offenbarung 2,10 sagt Gott, dass wir 10 Tage leiden müssten. Bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Jesus sagt somit, bleib treu bis zum Tode und ich gebe euch einen Preis dafür. Somit musst du nicht unbedingt die Befreiung sehen. Nein, der Glauben ist höher als die Heilung. Depressionen heilt man schlichtweg, indem man alles für den Ruhm Gottes tut. Dies hält die Gedanken des Teufels fern. Philipper 4, 8. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht ist, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Alle Depressionen kommen von den Gedanken des Teufels. Unser Verstand ist das Schlachtfeld, auf dem sich Teufel und Engel bekämpfen. Und wir stehen in der Mitte und müssen entscheiden, zu wem wir stehen. Was mir, Angela, geholfen hat, als es mir schlecht ging, ist Bekehrung. Denn indem ich gegangen bin, um zu bekehren, auch wenn ich keine Lust dazu hatte, traf ich Leute, welchen es wirklich schlecht ging. Und da wurde mir wieder bewusst, wie gut es mir ging und wie gesegnet ich bin. Ich kenne Jesus. Ich habe die Errettung und ich habe die Möglichkeit, diese Nachricht zu teilen mit den anderen. Und meine Traurigkeit ist nichts. Ich denke, dass die Bekehrung eine Medizin ist, welche gegen alle spirituellen Krankheiten nützt. Wie schlägt man den Gegner? Gott hat dich nicht geschaffen, dass du alles alleine tun musst. Gott hat die Kirche geschaffen. Der isolierte Christ ist außerhalb des Willen Gottes. Schaffe dir eine Gemeinschaft. Aber bleib in Kontakt mit uns.
1. Petrus 5, 8 bis 9. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren und denkt daran, dass alle Brüder und Schwestern auf dieser Welt diese Leiden ertragen müssen. Die Tatsache, lieber Schwester, dass du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wird für dich zur Konsequenz, dass du eine Zielscheibe für den Teufel werden wirst. 2. Timotheus 3, 12. Tatsächlich muss jeder, der zu Jesus Christus gehört und so leben will, wie es Gott gefällt, mit Verfolgungen rechnen. Der Teufel verfolgt dich, weil du das Richtige tust. Die Lösung ist, mehr Gemeinschaft mit Jesus zu suchen. Johannes 15, 22, 18. Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen, darum hasst sie euch. Erinnert euch daran, dass ich gesagt habe, ein Diener steht niemals höher als sein Herr. Deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Und wenn sie auf meine Worte gehört haben, werden sie auch auf eure hören. Denn alles wird mit euch geschehen, weil ihr euch zu mir bekennt. Denn die Welt kennt Gott nicht, der mich gesandt hat. Wäre ich nicht in diese Welt gekommen und hätte die Menschen gelehrt, wären sie nicht schuldig. Aber jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr dafür, dass sie Gott den Rücken kehren. Der Teufel verfolgt dich und auch die Leute geben dir Probleme, weil du dich Jesus übergeben hast. Und so verhindert er dich. Was dir geschieht, ist eine sehr normale Sache. Im Gegenteil, wenn dir nichts passieren würde, dann würde es heißen, dass du nur eine halbe Christin bist. Halbtot wie alle anderen, welche der Teufel schon im Sack hat, welche, die nicht verhindert werden wie du. Wenn wir mit dem Teufel keine Probleme haben, ist das, weil wir in die gleiche Richtung gehen. Der Teufel bekämpft uns, weil wir ihn stören. Du bist aktiv in der Bekehrung, du bist auf dem richtigen Weg und das bringt die Dämonen in Panik für die Verluste, die sie einstecken werden. Seitens dir im Namen Jesus Christus. Wenn du dich nicht täuschen lassen wirst und nicht in ihre Fallen fällst, immer zum Bräutigam Jesus aufschaust, ihn anbetest, ihn anflehst, mit ihm redest, mit ihm gehst und du dich nicht im Glauben schütteln lässt, auch bis zum Tod, das wird dir den Sieg bringen. Der Teufel ist ein Feind, der schon besiegt wurde. Er ist sich bewusst, dass auf ihn nur den Feuersee wartet. Weiß jetzt schon, dass er unter deinem Befehl sich unter deine Füße begeben muss und unter Jesus. Darum bekämpft er dich. Aber du höre nur auf die Stimme Jesus. Er möchte mit dir sprechen. Hör auf seine Stimme. Ich habe eine Nachricht für dich von ihm. Geliebte, fürchte dich nicht. Habe keine Angst. Ich bin mit dir. Der Böswillige hat seine brennenden Pfeile gegen dich geworfen. Von seinen Unsicherheiten, seinen Ängsten, seinen Verurteilungen. Und er macht das, weil er weiß, dass ich dich gerufen habe, zu meinen Vertrauten, meinen Getreuen, Teil meiner Braut. Hör auf mich, ich werde dich aus dem Sumpf führen. Du musst nur in mich glauben. Und so wirst du meine Stimme hören, in deinem Herzen. Ich werde dich führen. Setz nur deinen ganzen Glauben, deine ganze Liebe in mich, mit ganzer Seele, denn das besiegt den Böswilligen. Deine Liebe, deinen Glauben in mich und in den Vater. Schau, ich lege dir nicht noch mehr Gewicht auf, als das du schon trägst. Das, was du am Tragen bist, bring es bis zum Ende. Ich habe dir schon den ganzen Sieg über den Feind gegeben. Schau, er kann nichts mehr machen. Du musst nur zu mir schauen. Ich bin mit dir. Ich liebe dich, ich beschütze dich. In keiner Weise wird der Böswillige dich berühren können. Meine Engel sind überall umher aufgestellt und der Böswillige kann dich nicht berühren. Du musst nur zu mir schauen, hör auf meine Stimme. Versinke nicht in die dunklen Wellen. Nein, du wirst über ihnen schreiten, siegreich, in meiner Hand. Und sie ist dir immer in der Nähe, um dich aufzustellen, um deinen Geist zu erheben, jedes Mal, wenn du mich daran bittest. Amen.
Wie man aus der Depression kommt. Aufgrund eines Zeitungsartikels in Italienisch, der aussagt, dass eine Mutter ihre 7- und 9-jährigen Kinder getötet hat und dann versucht hat, Selbstmord zu begehen, aber von einem Nachbarn gerettet wurde. In seiner Barmherzigkeit hat mir der Herr gezeigt, dass er diese Mutter nicht hat sterben lassen, weil sie für die Rettung nicht bereit war und somit ins Hades gegangen wäre, während ihre Kinder mit ihm sind. Das hat mir Jesus gezeigt. Gott hätte sie nicht sterben lassen, wenn sie nicht errettet gewesen wären. 1. Petrus 4, 6. Deshalb ist auch denen von uns, die inzwischen gestorben sind, die rettende Botschaft verkündet worden. Obwohl sie, wie alle Menschen, sterben mussten, wollte Gott doch, dass sie bei ihm ewig leben. Die Laodizianer sagen, dass es die Möglichkeit gibt, nach dem Tod bekehrt zu werden, der im Leben nicht die Möglichkeit gehabt hat. Aber dass es besser sei, dies nicht zu lehren, sonst würden es die Personen ausnützen. Der gleiche Diskursus kann gemacht werden bezüglich der Seelen im Feuerteich, diese nicht in Ewigkeit brennen würden. Jesaja 66, 24. Der Herr hat mir eine Nachricht dazu gegeben. Personen, die sich in ähnlichen Depressionsproblemen befinden, nicht solche, die ihre Kinder töten möchten, aber depressiv sind. Personen, die womöglich den Ehemann deprimieren und ihn daher zu der Scheidung verleiten oder umgekehrt. Ein Bruder schreibt uns: Meine Frau lässt sich in der Nacht nicht berühren. Die Frau sagt: Mein Mann springt von einer Frau zur anderen. Das sind die Probleme, die wir in unseren Kirchen haben. Wir haben Probleme von Ehebetrug, Depressionen. Und der Herr will diese Probleme nicht, nicht in unserer Kirche und nicht in einer anderen Kirche. Aber man muss sich auf die Knie begeben vor Jesus. Darum, Brüder und Schwestern, die ihr unter solchen Depressionen leidet, hört gut zu. Depression ist keine Krankheit, sondern eine Entscheidung. Und diese heilt man nicht mit Tabletten, sondern mit der Pille des Evangeliums. Man heilt nicht mit der Tablette vom Doktor, der, bevor er dich begrüßt, von dir 50 Euro auf dem Tisch verlangt. Auch nicht mit dem Apotheker, nicht mit einem Diamantring, einer Golduhr, der dir die Medizin geben mit 4 Chemikalien zusammengemischt, welche 10 Cent wert sind und sie dann dir für 50 Euro verkauft werden. Blutsaugende Vampire. Ich rede nicht von christlichen Apothekern, welche sogar Medizin gratis vergeben. Depression ist eine Wahl, wie auch Homosexualität. Lesbisch zu sein, pervers oder betrügerisch zu sein. Jemand sagt: Ja, man kann mit homosexuellen Hormonen geboren werden. Einverstanden, somit wird auch jemand mit kriminellen Hormonen geboren. Machen wir? Lassen wir ihn weiterhin fortgehen? Oder sie sagen: Das ist eine natürliche Sache, die Homosexualität. Das ist nicht natürlich, es ist eine Wahl. Denn wenn jemand mit den Hormonen eines Diebes geboren wird, eines Kriminellen, eines Mörder, eines politischen Betrügers, muss er so bleiben? Leg dich auf die Knie und heile von deinem Egoismus. Und das Gleiche gilt für Homosexualität und für die Depression. Weißt du, was eine Depression ist? Das heißt, dass du nicht bekehren gegangen bist, dass du dein Herz nicht an Jesus gegeben hast, dass du am Morgen nicht auf den Knien aufwachst, sondern du wachst auf und lässt den Ehemann niederknien für deine Leier, deine Rügen, armer Ehemann oder arme Ehefrau. Gehe nicht zu deinem Gatten oder einer Gattin, um ihm oder ihr den Kopf zu füllen mit Abfall. Geh in dein Zimmer, tu ein Schild auf die Tür, dass du nicht gestört wirst, und knie nieder, um zu beten. Geh in den Gethsemane und sage: Herr, erlöse mich von dem Teufel, von der Depression, von jeder Teufelei. Und dann geh hinaus, um Schäfchen zu suchen. Ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, 8, 9, 10 Stunden am Tag. Gut, dann während du arbeitest, dann schaue, wo du dort und da etwas Jesus hineinschieben kannst. Geh nicht in die Straßen mit deinen blöden Lautsprechern. Ich bekehre. Nein, du bekehrst nichts. Du lässt dich hinter deinem Rücken belächeln.
Dummkopf, es ist nicht, weil du depressiv geboren wurdest, musst du so weitermachen, oder? Die Depression ist nicht anders als das Fehlen eines wirklichen Zieles im Leben, ein Ziel von Gott in unserem Leben. Es handelt sich um spirituellen Schmutz im Verstand und in der Seele, vom Teufel gesandt, die wir mit großen falschen Entscheidungen wählen, bei uns zu behalten. Wir haben entschieden, depressiv zu sein. Ich wähle, mich zu verbessern, mich besser mit meiner Frau zu verhalten, ihr zu helfen und somit mich zu verbessern. Wenn du sie den ganzen Tag rügst, dann werden wir zwei Depressive. Lass deine Frau sein, sie ist nicht eine Unglückliche wie du. Wir armen Ehemänner, an die Frau denkt Gott, du, knie nieder und du wirst sehen, dass Gott sich bewegt. Und wenn dich deine Frau provoziert, sagst du, okay, das ist eine Probe des Herrn und du wirst diese mit Liebe überwinden. Und früher oder später wirst du begreifen, dass du sie liebst. Und am Ende wird sie zu dir kommen und dich um Entschuldigung bitten. Wir haben eben von einem Ehepaar gesprochen, wo der Mann die Schrift sehr verfolgte. Sie hingegen war sehr verängstigt betreffend der Situation des Sohnes. Am Ende hat sie sich bei ihm auf Knien entschuldigt. Nun haben sie das alles überwunden und das Kind, epileptisch, ist geheilt. Dadurch, dass sie ihre Ängste und ihre Obsessionen überwunden hat, haben sie vereint gegen den Teufel gekämpft. Und so ist der Sohn geheilt. Somit, als Abschluss. Es handelt sich um negative Sachen. Es gibt Sachen, die vom Teufel geschickt werden, wie finanzielle Probleme, familiäre Probleme, Gefühlsprobleme. Es kommt nicht darauf an, wie groß das Problem ist. Gott hat die Antwort. Je schwerer das Problem ist, desto einfacher ist die Antwort. Dafür hat Gott Jesus zu uns geschickt. Er hat alle Antworten. Und wenn wir es nicht verstehen, lesen wir im Evangelium. Und alles wird klar werden. Wenn ich ein Problem nicht verstehe, lese ich das Evangelium. Und früher oder später wird alles klar. Es gibt auch andere Situationen, welche Gott als Schlüssel verwendet, um mein Problem zu beleuchten. Somit alles, was jemand, der depressiv ist, braucht, ist, sich den Verstand zu reinigen und alle negativen Sachen, die ihm um ihn herum sind. Der Schlüssel ist immer Jesus, das Evangelium und die Liebe, an positive Sachen und liebende Sachen zu denken. Philipper 4,8. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass man sich von falschen Brüdern fernhaltet, von falschen Propheten und die Augen auf das Evangelium gerichtet hat. Und versucht zu unterscheiden, wer von Gott kommt und wer nicht, aufgrund der Früchte. Zusammengefasst, wenn jemand unter Depressionen leidet, ist die Lösung, unseren großen himmlischen Vater zu lieben, gegen jedes Böse, das uns der Böswillige entgegenwirft. Somit ist die Liebe zu Gott die Lösung. Wir können Christus nicht lieben, wenn wir ihn nicht loben. Wenn wir ihn nicht kennen, wenn wir ihn nicht den anderen vorstellen. Man kann Jesus nicht lieben in einer Klausur. Ja, du liebst ihn, aber es ist, wie du halb tot wärst, was die Früchte betrifft. Welche Früchte hast du? Ich habe wie ein Papagei gebetet für 50 Jahre. Bravo, du bist ein christlicher Papagei. Und du hast Ave Maria repetiert, die Mutter Gottes. Welche Mutter Gottes? Du hast Gebete verschwendet. Rosenkränze verschwendet. Du musst beten, wie es Jesus getan hat. Auch das Vaterunser sollte nicht repetiert werden. Du kannst so beten, aber es nicht wiederholen. Es sind die Papageien, die es wiederholen. Jesus hat das Vaterunser nie repetiert. Du wirst es nirgends im Neuen Testament lesen. Und er hat auch nicht gesagt, wiederholt dieses Gebet. Er hat gesagt, betet so.
Das ist die Grundlage. Man lobt zuerst den Herrn, bevor man ihn um etwas bittet. Wie zum Beispiel, Vater unser, der du bist im Himmel, hilf uns zu bekehren. So wäre ein richtiges Gebet und nicht wie welches von Laodicea. Ihr Gebet ist wie Jesus betete in Johannes 17, ein ganzes Kapitel als Gebet. Und wer betete Ave Maria? Das ist ein dummes Gebet. Mutter Gottes. Was soll die Mutter Gottes? Sie ist nicht mal die Tante Gottes. Wie könnte sie Mutter Gottes sein? Es ist die Mutter des weltlichen Jesus. Lasst uns nicht Madonari Katholiken oder Madonari Lutherane werden. Nichts. Hier haben wir nur Jesus. Sonst fällt ihr eben in die Depression. Somit, um aus der Depression zu kommen, müssen wir den Herrn lieben. Matthäus 22, 37 bis 38. Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ich frage dich, setzt du diese Schrift wirklich um? Oder liest du es, wie du ein Telefonbuch lesen würdest? Die Gebote sind 613 und dann ist Moses gekommen und hat sie in 2 reduziert. Und dann kam Jesus, dass es auf 1 reduziert hat. Liebe Gott. Und er hat auch noch spezifisch gesagt, es ist nur 1. Liebe Gott. Aber Achtung, wenn du deinen Bruder nicht liebst, heißt das, dass du auch Gott nicht liebst. Darum, sich in ein Kloster zu begeben, macht überhaupt keinen Sinn. Du verschwendest dein Talent unter dem Sand. Das gleiche gilt für die Evangelisten, die die Bänke wärmen. Du liebst deinen Bruder nicht, wenn du ihm nicht die Errettung schenkst. Vielleicht gehst du in eine halbtote Kirche, um am Sonntag zu singen. Und draußen auf der Straße gibt es Leute, die zur Hölle fahren. Und vielleicht bist du da und heulst: Jesus, hilf den Verlorenen. Währenddem er dort steht und schreit: Kommt raus auf die Straßen. Liebe Brüder und Schwestern, du musst nicht nach Syrien gehen, Arabien oder in Irak. Du kannst auf deine Straßen gehen. Sie sind ja alle da. Aber ich habe Angst. Und wenn du Angst hast, was sagt die Offenbarung? Die Ängstlichen werden nicht in Gottes Reich eintreten. Aus Angst verjagst du Jesus. Aus Angst nimmst du die Errettung nicht an. Aus Angst folgst du dem Ehemann, verdorben und ungläubig oder ein falscher Christ, welcher dich nicht Jesus folgen lässt. Aus Angst wird dein Name aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Offenbarung 3,5. Wer durchhält und den Sieg erringt, der wird solch ein weißes Kleid tragen. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Matthäus 22, 39. Ebenso wichtig ist aber ein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und wenn du das Evangelium nicht predigst, wie liebst du denn deinen Nächsten? Aber ich bete doch wie ein Papagei. Nein, du musst ihm das Evangelium geben, wie es Jesus gesagt hat. Matthäus 22, 40. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten erhalten. Die Liebe. Es hat nichts zu tun, sich auf eine Bank zu setzen, in irgendeiner Kirche. Das ist nur Rauch in den Augen. Die Religionen sind nur eine Erfindung des Teufels. Du musst nur Jesus folgen und predigen das Evangelium. Alles andere sind Ammenmärchen. Diese beiden Schriften, Liebe Gott und liebe deinen Nächsten, wären genügend, um aus der Depression zu kommen. Wenn du nur Gott liebst und deinen Nächsten, kannst du automatisch nicht depressiv sein. Denn du gehst nicht zu deinem Bruder, zu deiner Schwester mit deinem langen Gesicht, traurig und beklagst dich. Denn vor deinem Bruder, deiner Schwester, lächelst du. Denn du möchtest diesem Bruder, dieser Schwester Positivität schenken. Glauben, Liebe, und du begegnest ihm nicht traurig. Darum, es genügen wirklich nur diese beiden Schriften. Wenn wir sie befolgen, dann sind wir automatisch geheilt von der Depression. Jemand, den Herrn liebt, hat er kein Problem,
aus der Depression zu kommen oder aus jedem anderen Problem. Wenn unser Verstand angegriffen wird, ist das Erste und das Wichtigste, dem Herrn sein Herz zu öffnen, ihn in dein Herz einzuladen. Denn ohne Retter können wir nicht gerettet werden. Das Erste, was wir uns versichern müssen, ist die Errettung. 2. Korinther 13, 5. Prüft euch, stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist. Oder ist es bei euch nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch lebt? Dann allerdings hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden. Überprüfe, dass dein Christentum nicht nur katholisch oder protestant ist oder auch nur im Verstand. Denn dann ist die Errettung nur in deinem Schädel. Dann bist du errettet, wie es die Pharisäer waren, welche in Gott glaubten. Wenn du nicht errettet bist, wie kannst du es denn sein? Du musst dich ihm hingeben und nicht nur glauben, denn der Glauben allein errettet niemanden. Hitler glaubt in Jesus, Stalin glaubt in Jesus. Und tatsächlich hassten sie ihn. Glauben heißt alleine noch nichts. In die Bibel zu glauben heißt noch nicht, sie zu empfangen. Es schien mir wichtig, dies zu unterstreichen. Johannes 1, 12. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Etwas ganz Wichtiges für diejenigen, die nicht aus der Depression kommen, ist, ihre Errettung zu überprüfen. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass ich, bevor ich Jesus empfangen habe, vielfach in eine Depression gefallen bin. Ich fühlte mich sehr verloren und traurig und ich wusste nicht, wie ich daraus hinauskomme. Ich kümmerte mich immer um mich selbst. Und ich? Wer liebt mich? Wer kümmert sich um mich? Wer hilft mir? Die Gedanken lagen immer auf mir. Aber nachdem ich Jesus erhalten habe, auch wenn ich nachher noch größere Probleme als zuvor hatte, bin ich nie in eine Depression gefallen. Ich bin nie ohne Hoffnung geblieben, denn ich wusste, dass ich nie allein bin. Denn nachdem du Jesus in deinem Herzen hast, bist du nie mehr alleine, denn Jesus ist in deinem Herzen und in deinen Gedanken. Und du denkst auch nicht nur an dich selbst, sondern an den Nächsten. Das kommt ganz spontan, dass du dem Nächsten helfen willst und ihn erretten willst. Wenn jemand in die Depression fällt und es nicht verändern kann, muss sich daran erinnern, dass er mit der Hilfe, mit der Macht Jesus seine Errettung überprüfen soll. Es gibt zwei Errettungen, eine falsche und eine wahre. Die wahrhaftige ist das Buch des Lammes. Die falsche ist das Buch des Lebens. Ich erinnere euch daran, denn als Nachbarn habe ich einen Zeugen Jehovas, der von meinem Kind geführt wird, weil er blind ist. Dieser Zeugen Jehovas ging von Tür zu Tür, um die Leute zu bekehren, mit dem Kind, der ihn führte. Und ich sagte, Gott segne diesen Zeugen Jehovas. Eines Tages habe ich mich entschieden, ihn anzuhalten. Und ich habe ihn gefragt, ob er beten will, um seine Blindheit zu heilen. Aber er hat abgelehnt, weil er leider nicht daran glaubte. Es heißt nicht, dass er geheilt worden wäre. Aber ich habe mir gesagt, Herr, ich möchte mein Bestes dafür geben. Denn in meinem Leben habe ich viele Wunder gesehen. Darum möchte ich sagen, wenn du hinkst, wenn du blind oder taub bist, wenn du Hirndefizite hast, dich schwach fühlst, stütze dich von Wand zu Wand und gehe bekehren. Heißt nicht, wenn du nicht bekehrst, bist du nicht errettet. Aber du bist ein Laodizäer. Du sagst, dass wir nicht die Braut Jesus werden, wenn wir nicht evangelisieren gehen. Du sag ihm, dass er sich einen Spaziergang mit dem Velo machen soll. Ich bitte euch, die Braut Jesus wirst du auch, wenn du gelähmt bist. Im Bett, auch wenn du nichts tust, weil du lahm bist, kannst es trotzdem sein. Das ist eine Wahl, die du in deinem Herzen triffst. Was dein Herz betrifft, übergib es Jesus. Denn der Gott dieser Welt, der Teufel, darum die Brüder, die die Arbeit an erster Stelle setzen, das Salär, die Universität, das Gymnasium, die Primarschule, die Frau, die Geschwister, die Kinder, das Auto, das Velo. Ihr habt nichts verstanden. Ihr habt nicht verstanden, dass diese Sachen sekundär sind. Es ist nutzlos, wenn ihr mich fragt, aber Bruder Giuseppe, ich muss meine Familie unterhalten.
Natürlich musst du das tun. Paulus zum Beispiel baute Zelte. Ich bin bereit, Zelte zu bauen. Jedem, der Zelte will. 4 Pfähle und eine Decke obendrauf. Also, wenn du hinkst, blind oder taub bist, dir ein Bein fehlt, dir beide fehlen, wenn du auf dem Rollstuhl bist, wenn du vielfach einen Ehemann, älteren Ehemann siehst, der seine Frau mit einem kleinen Rollator umherbringt, Gott möge ihn segnen. Wenn du eine gelähmte Ehefrau bist, währenddem sie dich umherfahren, gib den Personen ein Flyer vom Evangelium. Nun wird die Laodicäer Kirche sagen, aber du hast doch gesagt, wir sollen keine Flyer umhergeben. Dummkopf, du kannst es tun. Mach es, währenddem du zu den Leuten sprichst. Heute habe ich 500 Flyer vergeben. Die Müllabfuhr beklagte sich und ich sagte ihnen, es tut mir leid, ich werde eine andere Straße verschmutzen. Und nun, der Herr hat mir gezeigt, dass die Evangelisierung von Person zu Person persönlich besser ist. Anstatt 100 Flyer zu vergeben, bei denen 99 diesen Flyer fortschmeißen, wäre es besser, eine einzige Person zu bekehren. Bis zum Schluss, wenn es möglich ist, führst du sie zu Jesus und gibst ihr die Errettung. Heilst sie und gibst ihr auch den Heiligen Geist. Und dann ziehst du den Flyer heraus. Die Flyer werden angegriffen. In letzter Zeit ist es für mich so. Ich verstehe nicht, warum die Laodicäer sich beleidigt fühlen sollten. Ich lese rasch ein Mail von Seiten von Vito. Ich, wenn ich Personen mit Depression finde, lese ich ihnen Matthäus 6,25. Und die Personen schnaufen auf. Matthäus 6,25 bis 34. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung, um Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Ich erinnere mich, als ich noch Marihuana rauchte. Dann ist es mir verleidet. Dann wollte ich in einen Wald gehen und neben einer Quelle Hippie sein. Das war 1972, als ich mit meinen Freunden immer trinken ging, hier und da. Dazumal gab es noch keine Diskos und ich danke Gott dafür. Mir ist das weltliche Leben verleidet, Mädchen zu suchen, hier und da. Da ich herausgefunden habe, dass es eine perfekte Frau für mich nicht gab und ich war wie alle anderen verloren. Ich wollte in einem Wald leben gehen, mir den Bart wachsen lassen und 2 Hühner haben. 4 Hasen und tschüss. Gott sei Dank habe ich aber immer gearbeitet. Außer dem Joint hier und da hat mich der Herr immer beschützt. Ich habe in einem Hotel gearbeitet und als ich 25 war, hat mir Jesus gesagt, komm zu mir, du Unglücklicher. Es ist die Zeit gekommen, dich auf den richtigen Weg zu bringen. Kurzum, ich bin explodiert. Ich wurde im Heiligen Geist getauft und explodierte weiter und ich bin immer noch am Explodieren. Manchmal in der richtigen Art, manchmal in der falschen Art. Diese Schrift war somit für mich. Sie sagt, sorgt euch nicht, was ihr essen und was ihr trinken werdet. Sorgt euch auch nicht für euren Körper, was ihr kleidet. Und ich war froh, denn mir gefiel es, mich mit Wollfellen zu bekleiden. Ich brauchte keine Supermarken. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sorgen wir uns nicht, was ihr essen und trinken werdet. Zusammengefasst, Gott hat mich gelehrt, dass um zu siegen, wir uns mit dem Wort Gottes waschen müssen. Das im Geist, jeden Tag. Wir müssen uns mit der Schrift ernähren. Und konkret heißt das, mein Ratschlag ist es, den Weg mit Jesus anzufangen. Vor vielen Jahren hat uns der Herr ins Herz gelegt, den anderen Brüdern und Schwestern zu helfen und den Bibelkurs, den prophetischen Bibelkurs zu kreieren. Aber willst du, dass wir deinem Kurs folgen? Das ist eine Wahl, die du selber tun musst. Du kannst dem Bibelkurs katholisch folgen, wie die Zeugen Jehovas, wie die Mormonen. Ich nenne meinen Kurs prophetisch.
weil darin die Prophezeiungen erklärt werden. Wenn er dir nicht gefällt, sind wir Freude wie vorher. Aber dort ist die Tür. Du gehst nach links und ich gehe nach rechts. Finde einen anderen Bibelkurs, aber einen solltest du finden. Es geht nicht nur darum, sich vorzubereiten, den Antichristen zu bekämpfen. Die Marke des Biestes. Und nicht einmal unsere prophetischen Kenntnisse zu erhöhen, auch wenn das sehr wichtig ist und eine Gottesgabe ist. 1. Korinther 12, 8. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort, ein anderer kann durch derselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Es ist wichtig, dass wir unseren Verstand waschen und auch das Herz über das Wort. Die Kirche von Laudatien klagen uns an. Ihr meint, ihr seid Propheten. Nein, alle sind wir Propheten. Und wenn jemand prophezeit, muss man das immer mit dem Wort kontrollieren. Wenn du nicht prophezeist, bist du halbtot. Das Wort sagt, es sei allen gegeben, über den Heiligen Geist, das weise Wort, dem anderen die Kenntnis und einem anderen die Prophezeiung, einem anderen in Sprachen zu sprechen und dem anderen Apostel zu sein. Wenn du diese Gabe nicht hast, bist du halbtot. Im Gegenteil, überprüfe deine Errettung. Was? Du hast keine Gabe? Ah, du machst keine Apostelarbeiten? Du bekehrst nicht? Machst keine Wunder? Heilst nicht? Du machst nichts. Wie bitte? Hat dir der Heilige Geist nichts gegeben, du, der du tot bist? Überprüfe die Errettung. Es könnte sein, dass du sie gar nicht hast. Geh heute Abend nicht schlafen, ohne dass du vor dich in die Knie begeben hast und gesagt hast, Jesus, gib mir den Heiligen Geist. Denn wenn du nicht die Errettung Jesus gibst, wie kannst du sicher sein, dass du sie hast? Wenn eine Lampe kein Licht gibt, wie erkennst du, dass sie nicht eine alte Lampe ist? Wenn du nichts von den wunderbaren Gaben machst, wie kannst du wissen, ob du die wunderbaren Gaben hast? Wenn du die wunderbare Errettung hast und nichts anderes, dann pass auf, vielleicht hast du sie gar nicht. Wegen dem sage ich euch, geht und bekehrt. So schenkst du die Errettung in Jesus. Und so wisst ihr, dass ihr sie habt. Denn ihr könnt nichts geben, das ihr nicht habt. Wie komme ich aus der Depression? Indem ich anderen helfe, daraus herauszukommen. Aber ich kann nicht gehen, denn ich habe nicht die Taufe des Heiligen Geistes. Du brauchst diese Taufe nicht, um zu bekehren. Apollo im Kapitel 18 bekehrte ohne Heiligen Geist. Währenddem du auf die Taufe des Heiligen Geist wartest, gehe und bekehre, wie du kannst. Ja, aber ich bin ein halber Dummkopf. Dann gibst du den halben Dummkopf. Gehe und fortlaufend immer etwas mehr wirst du exzellent. Aber du musst die Taufe des Heiligen Geistes erhalten, denn wie lange kannst du ohne ihn gehen? Am Anfang scheint es, als gehe es auch ohne. Aber länger oder später musst du ihn erhalten. Der Herr sagt, Kinder, denkt ihr wirklich, wenn ich jemanden sehe, der bekehrt, dass ich ihm nicht den Heiligen Geist gebe? Lukas 11, 9-13. Darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Herr, Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, den ihn darum bitten? Glaubt ihr wirklich, dass ich eines meiner Kinder ohne Geist lasse? So ist es mir geschehen. Ich mag mich nicht erinnern, ob ich gebetet habe oder ob mir jemand die Hand aufgelegt hatte. Eines Tages bekehrte ich ein Mädchen und ich habe gemerkt, dass ich Sachen sagte, die ich gar nicht wusste. Es waren Sachen über Gott und über die Schrift. Ich habe angehalten und habe ein wenig meditiert über das, was ich gedacht hatte und habe mir gesagt, aber das kommt nicht von mir, sondern vom Heiligen Geist. Es waren tiefgründige Sachen, die ich gar nicht wusste. Ab diesem Tag war alles viel leichter für mich. Es stimmt. Gott möchte noch mehr als wir, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Das ist eine Nachricht, welche mir Gott eben erst gegeben hat. Glaubt ihr, dass ich, einer, der wiederholt an die Tür klopft, der ruft, Brot, gib mir etwas Brot.
Ich bin im Bett, stört mich nicht, der keine Brote gibt, weil er ein hartes Herz hat. Aber weil dieser Störung, wiederholten Störung, stört, steht er auf und gibt ihm das Brot, weil er sich selbst sagt, ich gebe ihm endlich das Brot, dann kann ich schlafen. Glaubt ihr nicht, dass Gott, euer Vater, euch gibt, was ihr braucht? Und einer sagt, aber ich bete seit 10 Jahren. Bruder Giuseppe hat Prostata-Probleme. Wie kann es sein, dass er nicht geheilt ist? Weil Bruder Giuseppe nicht der Herr perfekt ist. Was will er mir damit sagen? Er will dir sagen, dass er trotzdem nicht aufgibt. Hat er Prostata-Probleme oder hinkt er? Hat er Probleme am Bein oder ist er blind? Dann gehe als Blinder oder als Lahmer. Gehe, wie du magst. Du wirst sehen, dass Gott dich trotzdem benutzt. Hast du nie einen Film gesehen mit Piraten, welche anstatt ein Bein einen Holzblock haben, anstatt eine Hand einen Haken? Wir haben letzthin einen Film gesehen, der hieß Sea Hope. Hier schauen wir alte, schwarz-weiße Filme, weil die modernen amerikanischen Filme voller Stolz sind, mit Kindern, die den Eltern in das Gesicht spucken. Wer will schon solche Filme sehen? Wir möchten Filme sehen, die Werte weitergeben, wo das Gute das Böse besiegt. Der Mann, der ein Mädchen mit Blumen umwirbt. Wunderschöne Geschichten, wo man gute Manieren beibringt und gute Erziehung. Heutzutage der Abfall von Hollywood. Film, in denen man ins Bett springt nach dem ersten Treffen. Und das gibt den Kindern keine Erziehung. Manchmal gehen wir umher und sehen angeschaltete Fernseher mit den Telenovellen, wobei eine Frau in einem Zimmer ist mit einem Mann und im anderen mit einem anderen. Das ist keine Telenovela. Das ist Teleschule für Ehebetrug. Und dann gibt es viele Filme, wo es homosexuelle Szenen gibt. Die Welt ist zu sehr verseucht. Somit ist in die Depression zu fallen eine Wahl. Schaue und gehe zu Bruder Jesus. Jesus hatte einen Bruder, der wirklich cool war und welcher Bischof von Jerusalem wurde. Jakobus 1, 13 bis 15 und Jeremia 3, 6, Prediger 4, 7. Niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemandem zum Bösen. Es ist vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Während dem Lernen dieser Passage, die Schritte, die aufgeführt werden, sind 6. Sind sehr einfach, wie auch höllisch. Fleischeslust, welche zur Verführung führt, welche zur Befruchtung führt, welche zur Geburt führt, zur Sünde und zum Tode. Hier sind alle Schritte des Teufels. Gott möge den Bruder Jesus segnen, welches wirklich auf den Punkt bringt. Es lohnt sich, diese satanischen Schritte wiederholt durchzugehen, um nicht in die Falle zu gehen. Erster Schritt, Fleischeslust. Was ist das? Begehren. Sündhafte Attraktion für Dinge, die nicht von Gott kommen. Die alte Geschichte der verbotenen Frucht, des Eden. Begehren nach falschen Dingen, nach der Frau eines anderen, nach einem Mann einer anderen. Somit, wenn du eine Frau begehrst, ein Ding, Geld oder eine Erbschaft, dann kommt die Verführung zum Zuge. Attraktion, Begehren des Teufels für Dinge, welchen du nicht widerstehen kannst. Du widerstehst nicht und die Dinge kommen. Empfängnis. An diesem Punkt wird die Sünde empfangen. Denn die Sünde ist ein Samen, ein spiritueller Samen, wie es das Wort Gottes ist. So hat Maria empfangen. Sie hat mit dem Wort empfangen. Auch der Teufel hat seine Samen. Wenn denen nicht widerstanden wird, dann werden sie empfangen. Und wenn sie mal empfangen wurden, musst du nicht mal 9 Monate warten. Es reichen vielleicht 9 Sekunden oder Minuten und los geht's. Du gebärst die Sünde. Es wird ein Teufelchen geboren.
Wir müssen in Taten umsetzen, was uns Gott lehrt. Nur das, wie es der Bruder von Jesus sagt, wenn sich die Sünde erfüllt, dann verursacht sie Tod, während der Samen Jesus Leben schenkt. Der Samen des Teufels gibt Tod. Fasst das zusammen. Versucht, diese Dinge zu verstehen. Denn es gibt Brüder und Schwestern, welche uns folgen, aber es nicht verstanden haben. Sie sind da und hören im Internet zu. Und alle ihre führenden Diskurse, welche der Teufel sagt. Falsche Brüder und Schwestern und Teufel, die Laodizäer, welche eifersüchtig sind und beleidigt, welche uns schreiben und sagen, wir sind keine Bankwärmer. Also, warum wärmt ihr sie? Unsere Kirchen sind keine Bruchbuden. Aber wenn es doch die Bibel sagt. Apostelgeschichten 7, 48 bis 58. Aber der höchste Gott wohnt ohnehin nicht in Häusern, die Menschen bauen. So sagt schon der Prophet Jesaja. Somit seid ihr im falschen Gebäuden. Somit hört nicht solchen Dummheiten zu. Dummheiten vom Internet. Hört der Bibel zu. Kein Wunder seid ihr depressiv. Kein Wunder seid ihr verwirrt. Darum gibt es depressive Brüder und Schwestern. Hört nicht den Dingen des Teufels zu. Konzentriert euch auf Jesus. Ich folge nicht diesen mentalen Abweichungen auf Internet. Konzentriert euch auf die Bibel. Wenn der Herr dir sagt, das ist mein Weg, das ist meine Kirche, lass das andere bleiben. Jesus sagt, passt auf die Hefe der Pharisäer auf. Zusammengefasst, in Verbindung zu der Nachricht betreffend der Depression möchte ich euch sagen, folgt nicht 100 verschiedenen Straßen auf dem Internet. Ihr werdet euch verlieren. Folgt einer Straße im Internet oder nicht. Es ist Jesus, das Evangelium, die Bibel. Und wenn der Herr euch zeigt, ihr sollt es mit uns tun, seid ihr willkommen bei uns. Im anderen Fall, wenn ihr noch einen besseren Prediger findet, folgt ihm. Ich möchte nicht eine große Kirche aufbauen, wir möchten eine kleine. Wir möchten 12, Jesus oder mehr als 12. Nein, im Gegenteil, 11. Jesus hat es nicht geschafft. Sollen wir es dann schaffen? Kann ich mehr Glauben als Jesus haben? Diese Kirchen mit 100, 200, 1000, 2000 sind tote Kirchen. Wie kannst du eine Kirche aufbauen mit Leuten, die du überhaupt nicht kennst? Kannst du mit ihnen essen? Jesus hat mit seinen Jüngern gegessen. Die richtigen Kirchen sind die Gemeinschaften, wo die Geschwister zusammen essen, sich liebhaben, sich helfen. Fehlt einem Bruder das Brot? Hier hast du eine Decke. Hat deine Schwester kalt? Dann nimm sie und wärme dich. Wenn eine Kirche hunderte von Personen hat, wie kannst du das dann machen? Das ist eine Institution, ein Museum. Konzentriert euch auf Jesus und seid nicht weit weg von der Welt. Jesus hat gesagt, hütet euch vor der Hefe der Pharisäer. Sag mir, von wem du dich blähen lässt. Und ich sage dir, wer du bist. Darum, diese arme Unglückliche, welche ihre Kinder vergiftet hat. Was ist passiert, weil sie meine Ratschläge nicht befolgt hat? Es sind nicht meine Ratschläge, sondern diese vom Herrn. Es sind Schriften, die nicht meine sind. Es sind Nachrichten, die ich ihr gegeben habe. Diese sind alle auf die Schriften belegt. Okay? Der Teufel kann sagen, dass das nicht stimmt. Aber diese sind auf die Schrift belegt. Sie kommen vom Herrn, um aus der Depression zu kommen und nicht die Kinder zu vergiften, wie diese Unglückliche es getan hat. Wir beten für sie, dass sie möge sich erretten, die Unglückliche. Sie hat sich das Leben genommen. Wenn du so etwas Ähnliches tust, sagst du, oh, ich habe die Lösung, ich töte sie, und nachher noch eine Lösung, ich töte mich selber. Du wirst in der Hölle erwachen, in der Totenwelt, und die Totenwelt ist die Hölle. Jesus hat es gesagt, in Lukas 16, wo er vom Reichen spricht, der das Leben genoss und in einem Ort erwacht, wo er vom Feuer umzingelt ist, ohne Wasser. Es ist nicht der Feuerteich, sondern eine symbolische Flamme, ein schrecklicher Ort. Es gibt Christen, welche es bezeugt haben, dass es ein schrecklicher Ort ist, voller Dämonen und es gibt kein Wasser.